Ja, hallo, ich bin's wieder, der Tampi, mit einer weiteren Folge zu Russian Fishing 4. Ja, so lange nichts mehr gemacht an Videos und ich dachte mir, okay, heute zeige ich mal, wie ich hier auf Quappen angel vom 16er aus, also 16er See. Das ist mein Spot hier, mein Top-Spot. Ich habe noch mehrere von der Insel da drüben. Von der Landzunge. Da hinten ist auch noch ein kleiner Spot neben dem Dorf. Ja, was habe ich dabei? Ich habe meine zwei Fortunas, jeweils mit Fischfetzen. Dann habe ich den Simmons Silk Series CL14S3 Haken, 120 Gramm Butterkorb und ja, eine 15 Kilo Schnur. Und die Sabril 60, dann habe ich bei der anderen dasselbe, nur da habe ich die 40er. Dann habe ich noch eine Percy. Da habe ich eine 13 Kilo Schnur drauf, ein 100 Gramm Futterkorb, aber auch denselben Haken. Ja, dann zeige ich euch mal, wie ich das hier mache. Also ich gehe hier an die Kante ran. Und dann sehe ich hier zwei dunkle Flecken hinten, da wo meine Rutenspitze ist. Und in der Mitte ist so ein Baum. Und dann mache ich die Angel ein bisschen höher. Dann feuere ich die volle Pulle raus. Stelle die ab und spanne die auch sofort. Also ich warte nicht, bis der absinkt. Ja, und dann hoffen wir mal, dass er ans Band kommt. Also sobald er aufs Wasser aufklatscht, auf die Oberfläche, mache ich den Bügel zu. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe gestern eine lustige Sache erlebt hier. Da habe ich auch hier nachts geangelt und habe innerhalb von 20 Minuten zwei Profis geholt hier, Trophy-Quappen, jeweils über 8 Kilo. Hat mal eben 200 Silber gebracht, das ist natürlich lecker. Ja, es ist ein bisschen kalt im Moment, 2,8 Grad. Beste Temperatur für Quappen liegt so bei 5,5 bis 7,5 Grad. Also habe ich so rausgetüftelt. Aber trotzdem, wollen wir mal gucken, vielleicht geht da trotzdem was ans Band. Ansonsten schiebe ich es immer halt wieder aufs Profi-Effekt. Ausgeschlitzt, was ist da los? Welche ist ausgeschlitzt hier? Die drei. Ja, es kommt sehr selten vor, dass hier mal was ausschlitzt. Sehr selten eigentlich. Ja, und dadurch, dass ich so viele Quappen hier fange, habe ich schon den Namen der Quappenflüsterer bekommen. Aber viele andere fangen hier ja auch, also von daher. Ist ja auch Angeln, ist ja auch viel mit Glück verbunden. So. Das ist echt kalt heute. 2,9. Echt kalt.
auch wenn die Glocken hier wackeln oder so, ist kein Problem. Lass die einfach liegen. Nützt auch nichts, hier jetzt mit Y anzustupsen oder so. Kannst du euch mal bei der 3 zeigen hier. Die ist ja jetzt ruhig. Und jetzt fängt sie an zu glubbeln. Oftmals ist es so, wenn die Glocken von alleine aufhören zu wackeln, folgt darauf dann auch irgendwann der Biss. Oder da ist vielleicht sogar einer dran schon. Ja, mit Quappen kann man halt viel Geld machen. Also ich habe für 8,3 oder so Kilogramm über 100 Silber gekriegt. 8,5 oder 3, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich kann auch mal den Screenshot hier reinposten. Einposten, einfügen. Aber es ist, glaube ich, zu kalt heute. Fangen auch nicht jede Nacht der Trophy, das ist klar. Aber normalerweise, wenn das eine gute Nacht ist, mit einer guten Temperatur, so 5 bis 8 Grad, habe ich so meine 10, 12 Quappen in der Nacht. So, da ist der erste Biss. Und der zweite. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Komm ran hier. Oh, die andere ist ein bisschen größer, glaube ich. So, die feuer ich gleich raus. Oh ja, der ist größer. Ja, die dürfte ein Kilo haben. Vielleicht 2 Kilo. 1 für 2 Kilo. Ja, 1 Kilo. So, die ersten beiden. Da ist die 3. So, auch wieder eine kleinere. Ein Kleinvieh macht auch Mist. So, ein Kilo wird die nicht haben, oder? Hat man ein Kilo für den? Wenn überhaupt. So, okay. Oder ist das nächste schon? Zack, raus. Wo hängt die? Komm, zeige dich. Dann tippen wir.
Gras noch dran. So. Siehst du die zwei? Nur eine kleine. Eine sehr kleine. Zweihundert, haha. Ja, 3 Grad, also zwischen. Oh, was ist denn da eine 1? Läuft die Schnur? Hm. Ja. Ich sehe wieder eine kleine. Ja, wie man sieht, ne? Hier ist was los. Jetzt war alles keine Riesen, aber es ist auch extrem kalt heute Nacht. Hier ist 3 Grad und so. Optimal ist so 5,5 bis 7,5. Ja, und dann fange ich meistens so um. Ja, man kann schon ab 7 anfangen. Aber da ich ja noch ein bisschen Spinnfisch nebenbei, mache ich da meistens erst so. Ach, 21, 22 Uhr fange ich an. Auf Quabbel zu gehen und dann meistens so bis 6, 7. Kommt darauf an, wie die Temperatur ist. Also heute werde ich nicht so lange hier stehen, weil das ziemlich kalt ist. Da werde ich mich dann morgens zum Spinnfischen stellen. Hier ist was dran. Nee, doch nicht. Das sah so aus. Eins. Ah, wieder ab. Ich hätte noch warten sollen. Ja, was mir auch aufgefallen ist, wenn jetzt sowas passierte, ich habe die gleich hochgeholt, die Rute. Der Fisch war doch nicht dran. Stelle ich die wieder ab. Meistens kommt dann noch ein größerer danach. Und nicht immer so, aber immer öfter. Ich hoffe, dabei ist noch mal eine größere jetzt.
Aber das ist hier so am See der Topspot, mein Topspot für Quappe. Ja, die drei dran. Nee. War die Schnur schlaff? Schlaffe Schnur? Ja, Leute. Hier ist was zu holen. Probiert's mal aus. Am besten, wenn ihr dann ein bisschen Wärme habt hier. 5,5. 5 bis 8 Grad. Ich werde mal hier einpacken und dann... Oh! Siehst du? Oh, die wird so 3 Kilo haben. 3 Kilo. Sagt okay. Ja, dann würde ich sagen, mit dem Fisch verabschiede ich mich hier und ja, wünsche euch Petri Heil und bis zum nächsten Video. Moin, moin!